Gott. Ich will ein Aufgebraucht-Video machen von September. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja. wie ihr seht, ist das gar nicht viel. Also fange ich auch gleich mal an. Weil in letzter Zeit wird nicht so viel leer. Und ich verstehe das gar nicht. Aber in letzter Zeit ist Aufgebraucht irgendwie Mangelware. Aber egal. Fangen wir mal an mit den Sachen. Als allererstes sehr aufregend mal die Wattestäbchen. Das war vollkommen falsch. Die Wattestäbchen habe ich aufgebraucht, die ich ja sowieso immer auf meinem Schminktisch habe. Komischerweise sind die schon seit ein paar Tagen leer, weil ich meinen Schminktisch aufräumen wollte und mal putzen, was nicht schadet. Aber ja, sind leer. Dann habe ich aufgebraucht die Kokos-Reinigungstücher. Die kennt ihr eh auswendig, aber ich zeige es euch trotzdem immer wieder. Dann die Make-up-Remover. Dinger habe ich auch oft gebraucht. Eines habe ich aber, glaube ich, jetzt noch in Verwendung. Ich finde die gut. Ich finde die wirklich gut. Das Problem ist nur, dass ich glaube, wenn ich die zu oft hintereinander verwende, dass ich Pickel kriege. Weil jetzt am Kinn, ihr seht, dieses riesen Oschi-Teil da, kriege ich es wieder. Und ich weiß nicht, ob es davon kommt. Ich kann es nicht sagen. Ich habe vor kurzem was anderes gelesen, aber ich bin mir nicht sicher, von wo es kommt. Wirklich nicht, weil dann hätte ich es ja überall, oder? Ich weiß es nicht. Als nächstes, die schaut schon so widerlich aus, habe ich eine Seife leer gemacht. Das ist eine Küchenseife von Dettol. Bei euch heißt es, glaube ich, Sakrodan, glaube ich, in Deutschland. Bei uns heißt es Dettol. Und ich liebe die. Ich liebe die wirklich. Es gibt ja auch beim Actionmarkt, glaube ich, eine Schaumseife davon, von diesen Aloe Vera. Und ich liebe die. Und ich habe jetzt aktuell wieder eine in Benutzung, weil die hat bei mir so ewig kalt. Ich habe es dann eine Zeit lang fürs Händewaschen im Badezimmer verwendet, weil mir die Seifen ausgegangen sind und deswegen... Es ist daneben gefallen. Wunderschön. Deswegen schaut das aber auch schon so ekelhaft aus. Dann wieder diese Seife aufgebraucht. Von Balea. Na Blödsinn. Oh ja. Oh ja, Balea. Das ist die, wo man oben drücken muss. Um 1,50 habe ich die ja extrem gebunkert und ich glaube, ich habe irgendwo noch ein Stück davon. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich mag die voll gerne. Also würde es mich nicht stören, wenn ich noch irgendwo ein Stück hätte davon. Dann habe ich eine Probe leer gemacht von Yves Rocher fürs Dekolleté. Hat sie sogar gereimt. Ich mag die so eigentlich gar nicht, die Pflege, aber fürs Dekolleté. Ich will nur die Proben leer machen. Mehr sage ich gar nicht mehr dazu, weil ich würde Yves Rocher Pflege mir gar nicht mehr kaufen. Früher habe ich sie ja auch gern verwendet, aber ich würde sie mir ehrlich gesagt nicht mehr kaufen. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht von Schebens. Das ist diese Afrigen-Peeling. Die, was ich ja sowas von liebe und die es überhaupt nicht mehr gibt, leider. Weil die liebe ich noch immer. Aber die gibt es nicht mehr. Gibt viel Sinn, oder? Ja, dann habe ich ein Reinigungsmilch aufgebraucht von Yves Rocher. Das ist ja die, die ich auch so liebe. Die gibt es Gott sei Dank ja noch. Ich habe sie mir auch wieder nachgekauft. Habe ich auch jetzt schon in Verwendung und ich sollte mir wieder ein Backup kaufen. Ja, sollte ich wirklich, weil ich liebe dieses Teil. Ich liebe es. Also ich werde mir auch keine andere Reinigungsmilch kaufen, weil ich mag die viel, viel lieber. Ich habe jetzt schon andere probiert, aber ich weiß nicht, die mag ich bis jetzt am liebsten. Und ich habe eigentlich vorher gesagt, dass ich keine Gesichtspflege kaufe von Yves Rocher, oder? Da habe ich mich ein bisschen vertan. Also die Reinigungsmilch würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich ein Balea Rasierschaum aufgebraucht. Das kommt gleich. Man riecht es nicht mehr, aber den fand ich schlimm. Den fand ich wirklich schlimm. Das war dieser Tropic Papaya und den fand ich echt, echt schlimm, muss ich sagen. Also, der ging gar nicht. Der ging wirklich gar nicht. Der hat für mich wie abgestandenes Obst gerochen. Also, der war wirklich, wirklich schlimm. Ich bin froh, dass ich mir von denen kein Backup gekauft habe, weil ich wollte. Ich habe es Gott sei Dank gelassen. Da bin ich echt stolz auf mich. Aber den... Den finde ich echt schlimm. Also den finde ich echt schlimm. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr einen besseren rausbringen für den Sommer. Dann habe ich eine Augencreme leer gemacht als Probe von Chanel. Sieht so aus. Die liebe ich. Die liebe ich. Wenn ich nicht so viel anderes Zeug hätte, würde ich mir die schon längst nachkaufen. Weil ich hatte das Gefühl, wie ich die verwendet habe, dass diese Falte beim Auge weggegangen ist. Und jetzt habe ich sie komischerweise wieder auf beiden Seiten. Ja, also ich glaube, wenn ich meine ganzen Augencremes leer habe, werde ich mir die auf jeden Fall nachkaufen. Egal wie teuer sie ist, weil ich habe, glaube ich, sogar schon nachgeschaut. Aber ich würde sie mir nachkaufen. Und das heißt, glaube ich, was, wenn ich sie mir nachkaufen würde. Wattepads, sehr aufregend. Habe ich auch wieder aufgebraucht. Dann habe ich neue Reinigungstücher aufgebraucht, die so geil sind. Die sind wirklich so geil. Ich habe die sogar diesmal zum Abschminken verwendet, weil ich die so geil fand. Und die schauen wirklich ekelhaft aus.
leider überall meine Haare reingeben. Wirklich schön. Da freut man sich gleich ja umso mehr. Aber die Verpackung ist mega süß. Die hat lauter Avocados drauf und eine Avocado wischt sich damit das Gesicht ab. Und ich fand das so, so süß. Und sie sind leider Limited Edition. Hab sie eh da stehen. Sind leider Limited Edition und ich finde das so, so schade. Ich muss mir davon unbedingt noch ein paar Backups kaufen. War ja eh klar. War mehr als nur klar. Dann habe ich hier einen Badezusatz aufgebraucht von Balea. Der war gut. Der war wirklich gut. Der passt aber eher, finde ich, jetzt zum Winter. Deswegen sollte ich mir jetzt mal wieder welche nachkaufen, glaube ich. Den kennt ihr auswendig. Das ist von Terra Naturi, der Badezusatz. Den liebe ich auch, aber den gibt es nicht mehr. Dann habe ich eine Badebombe aufgebraucht. Royality. Ah, das war, glaube ich, die, was so gelb war. Das war die Krone. Ja, wenn Alzheimer nicht wäre, sag's euch. Aber die war auch nicht schlecht. Also ich liebe generell die Badebomben von Lush. Da gibt's ja eh nichts zum Sagen. Dann habe ich eine Probe von einem Weichspüler aufgebraucht. Habe ich von der Arbeit bekommen. Fever finde ich aber jetzt nicht so gut. Ich habe jetzt noch einen, aber ich glaube, in Original würde ich es mal nicht kaufen. Welchen Weichspüler verwendet sie? Ich verwende immer den von irgendwas mit C. Ich habe es vergessen. Aber irgendwas mit C. Ich habe es wirklich vergessen. Ja, die grauen Zellen. Dann habe ich eine Zahncreme aufgebraucht. Das ist die von DM. Die mochte ich aber ehrlich gesagt nicht so gern. Ich bin froh, dass sie leer ist. Und ich brauche mir sowieso keine nachkaufen. Ich habe wirklich viel... Also, was ich an Zahnpflege daheim habe, da fragt man sich echt, ob ich echt gestört bin. Aber was soll's. Dann habe ich ein Shampoo aufgebraucht für meine Pinsel. Das, was ich ja extrem liebe. Und was saudreckig ist. Irgendwie ist alles in letzter Zeit saudreckig da. Das ist dieses Kakao und Karamell gewesen. Das war wirklich, wirklich gut. Das gibt es aber leider nicht mehr, weil das war Limited Edition. Und das war echt gut. Aber ich kaufe ja immer die von Sauber nach. Also muss ich mir jetzt wieder mal schauen, welches ich als nächster kaufe. Irgendwie ist meine Taschentücherbox runtergeflogen und er hat dran gegraben. Und jetzt hat sie lauter Haare drauf. Jetzt weiß ich, was da fehlt. Die ganze Zeit, aber okay. Ich habe ein Isana Duschgel aufgebraucht. Das Maracuja und Kokos. Das war so gut. Das habe ich mir damals mal gekauft, wie ich in Deutschland war. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch ein Backup habe, aber ich habe eh so viele andere Duschgel. Es war gut und ich würde mir Isana sogar nachkaufen, wenn ich irgendwann einmal in Deutschland sein sollte. Was ich nicht glaube, aber vielleicht. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht. Die war gut. Da habe ich vor kurzem noch in den letzten aufgebrauchten Videos, was ich gesehen habe, habe ich die auch aufgebraucht. Die liebe ich. Und ich habe Gott sei Dank, glaube ich, noch ein, zwei Stück. Weil die ist mega. Die ist wirklich gut gewesen. Und leider gibt es die auch nicht mehr. Ich habe mir nämlich die Reste, die was reduziert waren, habe ich mir alle gekauft. Und das waren nicht mehr viele. Dann habe ich wieder einmal Wattepads aufgebraucht. Ach, jetzt ist das dann hingeflogen. Ups. Heute ist nicht mein Tag. Nochmal Wattepads aufgebraucht. Meinen Augen-Make-up-Entferner habe ich aufgebraucht, den ihr ja eh auswendig kennt. Und diese Einwegwaschlappen habe ich aufgebraucht. Kennt ihr auch. Ich habe einen Panda aufgebraucht. Das war nämlich ein kühlender Stift für die Augen, damit ich es rauskriege. Das Problem war nur, bei mir ist das Stück dann rausgebrochen, das letzte. Und ich konnte es nicht so verwenden. Ich habe es nämlich probiert, so in der Hand zu verwenden, aber dann ist es mir dauernd zerdrückt, ins Waschbecken geflogen und dann habe ich es aufgegeben. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich ihn mir nochmal nachkaufen würde. Ich meine, der ist zuckersüß, der Panda. Der ist wirklich, wirklich süß. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn mir nochmal nachkaufen würde. Weil die gab es ja beim Biber, die Toni Moly Sachen. Die haben sie aber jetzt wieder rausgenommen. Und den habe ich letztens nicht mehr gesehen, weil sonst hätte ich ihn mir nochmal nachkauft. Was soll ich dazu sagen? Immer das, was ich mag, geht raus. Weil die koreanischen Sachen gab es nicht einmal lange im Sortiment. Und sie haben sie schon wieder rausgenommen. Also muss man, glaube ich, nicht verstehen. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht. Das ist die Melon... Creme-Gel-Maske. Die mochte ich ja auch so gern. Die mochte ich wirklich, wirklich gerne. So wie die, wo ich sogar noch eine hatte. Das ist die Kirsche Weißer Tee. Aber ich glaube, diesmal jetzt habe ich wirklich keine mehr. Von beiden glaube ich sogar nicht mehr, leider. Weil das waren ja meine beiden Lieblinge, wie ihr wisst. So. Dann habe ich aufgebraucht eine Probe von Biotherm. Sieht so aus. Das war echt gut. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, was das für eins ist. Muss ich nachgucken in der Arbeit. Aber ich habe genug Sachen, deswegen brauche ich eigentlich nicht schauen. Aber es war echt gut. Dann habe ich aufgebraucht eine Duftprobe
von Armani. Die war auch gut. Die war, ich bin ein bisschen schleißiger geworden mit Duftproben aufbrauchen. Aber der war auch sehr, sehr guter Duft. Man sieht ihn jetzt nicht so gut jetzt. Light heißt er. Und der ist richtig gut. Der wäre was für den Sommer. Aber ich habe eh genug Sachen. Ich bin froh, dass ich ihn probieren konnte. Aber ich habe genug Zeug. Dann habe ich aufgebraucht einen Concealer von Essence. Den habe ich als Tester von der Arbeit mal mitgenommen. Und der war wirklich gut. Also wenn ich mir einen günstigeren kaufen würde, wäre es dieser Essence Camouflage Matte Concealer. Ich weiß nur leider nicht, welche Farbe ich hatte. Ich glaube 30? 20. Aber der war wirklich gut. Würde ich mir sogar nachkaufen. Dann habe ich zwei Make-up-Produkte noch. Einen Lip Liner, da brauche ich eigentlich eh nicht viel sagen, weil ihr kennt den eh schon auswendig. Das ist von Astro der Lip Liner gewesen. Dieser 001 Silky Rose, den habe ich schon wieder aufgebraucht. Und mein Kajal. Ich habe leider diese blöde Angewohnheit, dass ich vor meinen Eyeliner ziehen mit so einem schwarzen Kajal nochmal am Wimpernkranz entlang gehe, bevor ich den Eyeliner ziehe. Und das war mein letzter schwarzer Kajal, glaube ich. Glaube ich, dass es mein letzter war. Ich habe jetzt noch den von L'Oreal. Den da, weil ich auch mal von der Arbeit kriege, glaube ich, zu Weihnachten. Ich glaube. Man kriegt so viel, wie soll man sich das merken? Aber den finde ich auch nicht schlecht. Und bei dem, ja, bei dem konnte ich am unteren Wimpernkranz nicht verwenden, da war er gleich verschmiert dann. Also das war eine richtige Katastrophe. Aber für das, was ich ihn verwendet habe, war er okay. Das war von Art Deco, der Mineral Eye Styler 51. Obwohl ich die Art Deco Sachen eigentlich mag, aber Kajalstifte, mit denen kann ich mich irgendwie nicht anfreunden von Art Deco. Ich meine, ich finde es gut, dass man sie spitzen kann, aber die verschmieren so leicht. Deswegen sind die, ehrlich gesagt, nicht so mein Fall. Dann habe ich aufgebraucht. Endlich, endlich. Eigentlich wäre diese Creme ja fürs Gesicht gewesen. Die habe ich ja von den deutschen Jungs bekommen. Und fürs Gesicht war mir die aber zu reichhaltig. Ich hatte ja eine Dupe davon auch und die war okay. War auch ein bisschen zu reichhaltig. Aber der Duft war mega geil. Und die war so reichhaltig, ich habe die für den Körper verwendet, weil ich in letzter Zeit so extrem, extrem trockene Haut habe. Mich juckt sogar meine Haut schon. Es fängt wieder an, seit ich aufgehört habe, die zu verwenden. Fängt das wieder an mit dem ganzen Scheiß. Sorry fürs Fluchen. Es fängt wieder so an zu jucken und ich habe keine Ahnung mehr, was ich verwenden soll. Weil die hat mir wirklich gut geholfen. Die hat mir wirklich gut geholfen. Aber ich habe eh so viel anderen Scheibenkleister. Deswegen werde ich mal die anderen Sachen aufbrauchen. Ich habe auch noch ganz viele Proben, die ich versuchen will leer zu machen und generell auch große Verpackungen, die ich aufbrauchen sollte. Und die war aber wirklich gut. Also die hat den Zweck erfüllt und der Duft, der war absolut, absolut Hammer, der Duft. Also da brauche ich gar nichts Negatives sagen. Der Duft war wirklich gut. Und es war auch nicht viel drin, aber ich bin relativ lang ausgekommen, weil die war so reichhaltig, dass man ganz wenig nur braucht hat. Also die war wirklich gut. Aber wie gesagt, ich habe genug Zeug noch. Genug Zeug. Deswegen bin ich froh, dass ich was leer gekriegt habe. Aber ich bin schon wieder so eingrimmvoll. Mit der hat so Spaß gemacht. Und in letzter Zeit bin ich meistens am Abend sowas von müde, besonders wenn ich arbeiten war. Bin ich sowas von müde, dass ich wieder keinen Bock habe, mich einzucremen. Und ich muss das wieder ändern, weil ich habe so viele Bodylotions. Und ich will nicht, dass ich die irgendwann weghauen muss. Deswegen sollte ich mich mal zusammenreißen und die verwenden. Ja. Das war's mit dem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war wirklich deutlich weniger als die letzten paar Monate, glaube ich. Aber ich kann nicht immer so viel leer machen, glaube ich. Ist auch vielleicht auch besser so. Aber ja, es war okay, finde ich. Es war mehr als okay. Mein Stuhl knackst in letzter Zeit so komisch. Hört man das? Okay, jetzt reicht's. Mich haut schon wieder echt den Vogel raus. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!